Unser Urlaub ist für Mai geplant, aber es kommen berufliche Termine dazwischen. Deshalb fahren wir kurz entschlossen im März. Unser Reiseziel ist Schottland. Etwas übernächtigt unternehmen wir trotz starkem Wind einen Strandspaziergang. Danach lenken wir unser Womo weiter Richtung Norden nach John O'Groats. Eigentlich ist das nur ein sehr kleiner Ort, der aber in Großbritannien sehr bekannt ist, weil er der nördlichste Punkt des Festlandes sein soll, was nicht ganz stimmt. Die Hafengegend besteht fast nur aus Einrichtungen für Urlauber, wie Ferienwohnungen, Hotel, Gaststätten, Park- und Campingplatz, und ist nicht wirklich interessant. Stattdessen erfreuen wir uns am Anblick eines im Wasser schwimmenden Seehunds. Gegenüber, in Pentland Firth, der Meerenge, die das Festland von den Orkney-Inseln trennt, liegt die verlassene Insel Strauma. Nur die verfallenen Häuser zeigen, dass hier bis in die 1960er Jahre Menschen lebten. Vom Hafen aus sehen wir den Leuchtturm am Duncansby Head, unserem nächsten Haltepunkt. Der Leuchtturm steht an der Nordostspitze des Festlandes und wurde 1924 errichtet.
Vom Parkplatz aus wandern wir an den spektakulären Klippen entlang. Die zerklüfteten Felsformationen sind für die Seevögel ein idealer Brutplatz. Unser Wanderziel sind die markanten Felsnadeln der Duncan's Bistecks, die 60 Meter hoch sind. Vom Parkplatz aus fahren wir an der Orkney-Fähre in Gills vorbei und übernachten auch in Gills. Vom Osten geht es heute in den Westen Nordschottlands. Zuerst besuchen wir aber den nördlichsten Punkt des Festlandes, Dunnet Head. Auf der anderen Seite der Meerenge liegt die Orkney-Insel Hoy. Die hohen Klippen fungieren auch hier als Brutplätze für Seevögel. Wir kehren auf die North Coast 500 zurück, der wird ca. 160 Kilometer bis zu unserem heutigen Ziel folgen werden. Die Straßen sind teilweise gut ausgebaut, manchmal sind es aber auch nur Single Track Roads mit Ausweichplätzen. Das zu durchfahrende Gebiet ist karg und dünn besiedelt. An den Küstenabschnitten liegen oft schön anzusehende Strände. Das Baden dürfte aber auch im Sommer recht erfrischend sein. Am Loch Erriball halten wir kurz, um die schroffe Landschaft im Bild festzuhalten. Wieder am Meer angelangt, führt die Straße am Traumstrand von Kena Benya vorbei. Wir halten an der größten Sehenswürdigkeit im Nordwesten, der Smoo Cave. Auf der anderen Straßenseite sehen wir, wie ein unscheinbarer Bach in ein Loch stürzt und in der Tiefe verschwindet.
Vom Parkplatz aus steigen wir in eine Meeresbucht hinab. Die Bucht ist ca. 500 Meter lang und überschwemmt schon mal die 60 Meter lange und 40 Meter breite Smoke Cave. Der hier vorherrschende Kalkstein wurde durch den Bach und das Meer zersetzt. Deshalb gibt es Löcher in der Höhlendecke. Über einen Steg gelangen wir in die hintere Höhle, in die das Wasser des oben gesehenen Baches als Wasserfall stürzt. Wieder zurück auf dem kleinen Parkplatz fahren wir nur noch wenige Kilometer nach Durness und stehen oberhalb des Sango Sands Beach. Wir schlafen auf unserem spektakulär gelegenen Stellplatz mit dem Rauschen des Meeres ein. Heute gibt es zwei Gründe, um früh aufzustehen. Der erste Grund ist der wunderschöne Sonnenaufgang über dem Sango Sands Beach. Zweitens haben wir heute eine ca. 220 Kilometer lange Fahrt vor uns, die uns mehr oder weniger an der Westküste entlang in südlichere Gefilde führt. Beim Frühstück genießen wir noch den farbenfrohen Sonnenaufgang, der schönes Wetter verheißt. Danach fahren wir in das Künstlerdorf Bernerkiel zu Cacao Mountain, wo wir uns ein sündhaftes zweites Frühstück genehmigen. Den Bernerkiel Beach sehen wir uns nur von Weitem an. Am Kyle of Durness entlang geht es Richtung Süden. Einsam ist es hier und das erhoffte schöne Wetter wechselt zu windig und regnerisch. Wir legen trotzdem immer wieder Fotostops ein, um Berge, Moore, Hochebenen, Seen und einsam gelegene Häuser im Bild festzuhalten. Die Küste ist oft kahl und steinig und sieht irgendwie unwirklich aus. Die Straße in der episch weiten Landschaft wurde an steilen Felsen, Hochmooren und an den großen und kleinen Seen vorbeigebaut und wechselt ständig zwischen ein- und zweispurig.
Brücken über die teilweise zum Meer hin offenen Loks sind selten. Meistens muss man die Seen umfahren. Am frühen Nachmittag erreichen wir Loch Essend mit dem Ardwreck Castle. Die Ruine steht auf einer Halbinsel in einer menschenleeren und einsamen Gegend. Warum die Burg um 1490 gerade hier erbaut wurde, erschließt sich uns heute nicht mehr. Dass es in der Ruine spuken soll, wundert sicher niemand. Die Burg stürzte 1795 nach einem Blitzschlag ein. Viel Mauerwerk ist nicht übrig geblieben. Schon vor dem Einsturz hatten sich die Besitzer ein komfortableres Haus am Ufer des Sees gebaut. Dabei hatten sie sich wohl finanziell übernommen und mussten das Haus bald verkaufen. Der Käufer war den Vorbesitzern aber nicht genehm und so brannte Kelderhaus ab. Warum? Blieb ungeklärt und bildet die Grundlage für sagenhafte Geschichten. Auf Schafe trifft man in den Highlands immer wieder. Sie dürfen sich hier frei bewegen. An schroffen Felsen vorbei fahren wir weiter über Allapool zum nächsten Stopp am Little Loch Bream. Wegen des stürmischen Windes bilden sich auf dem zum Meer hin offenen Loch Windhosen auf dem Wasser. Bergauf und bergab fahren wir auf kurvigen Strecken unserem heutigen Ziel, Loch Maree, entgegen. Es ist schon fast dunkel, als wir dort ankommen. Bereits am Morgen ziehen dunkle Wolken über den Himmel.
Die Bergkette mit dem knapp 1000 Meter hohen Slieck ist meistens in Wolken gehüllt und nur zeitweise zu sehen. Trotz des trüben Wetters signalisieren der blühende Ginster, die Osterglocken und die kaledonischen Kiefern auf den kleinen Inseln, dass der Frühlingsanfang bevorsteht. Wir stehen hier nicht allein. Spätabends hat noch ein englisches Wohnmobil neben uns geparkt. Die junge Engländerin ist jedenfalls nicht so verfroren wie wir und erfrischt sich, nur leicht bekleidet, im eiskalten See. Nach einem kurzen Gespräch mit dem jungen Paar fahren wir los. Allerdings sind wir nach nur wenigen hundert Metern schon an unserem ersten Ziel, den Victoria Falls, angekommen. Die Wasserfälle wurden nach der englischen Queen Victoria benannt, weil diese die Fälle im 19. Jahrhundert besuchte. Von oben hat man einen schönen Blick auf Loch Maree mit den vielen kleinen Inseln, die alle unter Naturschutz stehen. Loch Maree ist etwa 20 Kilometer lang, aber sehr schmal und gilt als einer der schönsten und malerischsten Seen der Highlands. Wir folgen der A832, die durch das älteste Naturreservat Großbritanniens führt, und wechseln in Kinlochew auf die A896. Die Straßen sind schmal und einspurig, die Gegend sehr einsam. Aber hier liegen ideale Wandergebiete, die angeblich zum Besten gehören, was Schottland in dieser Hinsicht zu bieten hat. Die A896 führt zum Upper Loch Torridon und kurvenreich an der Südseite des Lochs entlang nach Shieldaig. Hier biegt die Straße nach Süden ab und führt wieder zwischen Bergen hindurch Richtung Loch Kishon. Wir schwenken aber vorher auf die Passstraße Richtung Applecross ab. Belle Kenaiba heißt diese abenteuerliche Route, die auch heute kaum breiter als ein Viehpfad ist und sich den Berg hinaufwindet. Mit großen Wohnmobilen und in der Hauptreisezeit macht die Strecke sicher keinen Spaß, da die Ausweichstellen klein und eng sind. Auf 8 Kilometern steigt die Strecke um 600 Meter. Dabei sind Steigungen von teilweise 20% und enge Haarnadelkurven zu bewältigen. Im Winter ist die Strecke oft komplett gesperrt. Oben auf der Passhöhe liegt sogar noch Schnee. Und die Sichtverhältnisse sind so schlecht, dass sich das Anhalten nicht lohnt. Nach der Passhöhe führt die ehemalige Viehtreiberroute schnell wieder bergab. Die Straße wurde 1822 angelegt und erst 1950 geteert. Sie war bis in die 1970er Jahre die einzige Verbindung über die Applecross-Halbinsel nach Applecross. Wir haben keine Lust, nach einem Stellplatz zu suchen und werden die Nacht auf dem örtlichen Campingplatz verbringen. Als der Regen gegen Abend nachlässt, gehen wir hinunter in den Ort, der an der Applecross Bay liegt. Applecross ist die Bezeichnung für die Halbinsel,
Die Häuserreihe wird The Street genannt. Vom Strand aus sehen wir über den Inner Sound hinweg die Insel Wasey und dahinter den südlichen Teil der Insel Sky, die ihren Beinamen Wolkeninsel alle Ehre macht. Unser abendliches Ziel ist der bekannte Applecross Inn. Bei Fish and Chips und Guinness lassen wir den Abend ausklingen.